Hey, warte mal. Was rieche ich denn da? Hm? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Was meinst du? Gold. Zu mir. Danke, Mann. Du bist ein echter Freund. Naja, eigentlich schon. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Mhm. Das hätte ich dir vorher sagen können. Unmöglich. Oh, das hat wehgetan. Ja? Was denn? Ja, ja. Ein Schwert wollen sie alle haben. Ach ja? Warum? Für Xardas. Nein, ich meine es ernst. Hör auf, mich zu verarschen. Ich bin ein Krieger. Dein Großvater. Davon gehe ich aus. Davon kann ich mir nichts kaufen. Das darf doch nicht wahr sein! Nun, mit deiner Hilfe bestimmt. Stirb! Wie denn? Ich bin der Auserwählte. Vielleicht liegt das am Rauchen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Was macht ihr hier? Was habt ihr mit Feuer zu tun? Wo ist mein Gold? Ach, weißt du was? Ihr könnt abhauen. Aber die Zeit der großen Schinken war vorbei. Denn so war Adanos Wille. Adanos schenkt dir seine Magie, damit du hilfst, die Geschicke der Welt zu lenken. Verstehe. Ich sandte die Esmeralda aus und sie brachte dich. Ist doch hübsch. Du warst es doch, der den Schläfer besiegt hat und die Drachen von Korinnis. Ja, ich weiß. Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Groß und dick. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Schon gut, komm zur Sache. Ja, du sagst es. Es ist Zeit. Bitte ein Bit.